Moin. Oh. Entschuldigung, guten Moin. Moin, da sind wir wieder vom Trekkie-König und heute bringen wir euch mal etwas nahe zum Thema Tütennahrung. Das ist der Jan und ich bin wieder der Andreas. Wir reden über die Tütennahrung, die früher so verpönt war. Heute gehört sie schon fast zum Alltag und zur Ausstattung von fast schon jedem Haushalt mittlerweile. Es geht um Track and Eat. Das ist einer der Marktführer. 2004 kam es da zur Übernahme von der deutschen Firma, der Trekking-Nahrung GmbH, oder Trekking-Mahlzeiten GmbH. Und 2008 wurde das Ganze internationalisiert und da wurde dann Track and Eat geboren, was heute jeder kennt. Richtig. Erstmal, man muss sagen, Track and Eat ist nicht mehr so einfältig wie vor vielen Jahren. Mittlerweile gibt es für glutenfreie Ernährung Package, es gibt für Veganer, für Vegetarier, es gibt für Fisch- oder Wildliebhaber, für jeden Geschmack ist was dabei. Sogar für abends gibt es mal, wo habe ich denn, hier ein schönes Dessert, ein Mousse-au-Chocolat, oh, auf dem Gipfel, wenn man möchte. Also für jeden Geschmack ist was dabei. Und das, was in der Mitte steht, kennen vielleicht auch noch die Älteren von uns, die guten alten Bundeswehr-Panzerplatten. Ich habe sie selbst genießen dürfen. Es gibt sie immer noch. Track and Eat hat das Ganze übernommen, verpackt das auch noch, schmeckt noch wie damals, bringt aber wirklich einen guten Nährwert. Und für unterwegs ist das auch das Richtige. Wir haben noch was ziemlich Buntes dazu gestellt. Das ist eine Alternative, den Oatsnack. Genau, das ist nochmal so die bisschen, aus meiner Meinung, schmackhaftere Alternative zur Panzerplatte, zu den Trekkingkeksen. Hier ist die Auswahl an Geschmäckern dann auch ein bisschen vielseitiger. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Joghurt, Zitrone, Banane, Schoko und meiner Meinung nach, wie gesagt, ein bisschen schmackhafter als die Trekkingkekse. Von den Nährwerten ähnlich. Hier sind wir bei einer Portion, ich meine bei knapp 250 Kalorien. Auch die Besonderheit bei den Trekking-Keksen, Panzerplatten oder wie man sie nennen mag, ist einfach die extrem hohe Kaloriendichte. Man muss sich vorstellen, diese kleine Packung, das sind 125 Gramm, da bin ich etwa bei 500 Kalorien. Das ist eine so hohe Dichte, die bekommt ihr vielleicht mit Nüssen. Ansonsten ist es wirklich schwierig, mit so einem kleinen Gewicht und so einem kleinen Packmaß so viele Kalorien zu sich zu nehmen. Die Kekse schmecken meiner Meinung nach ähnlich wie Leibniz-Kekse, nur deutlich trockener. Ja, für unterwegs, einfach für zwischendurch. Man snackt einfach mal hier ein paar Kekse und dann kommt man schnell bei dem Tag auf 500 Kalorien. Gerade wenn ihr lange in den Bergen unterwegs seid, am Wandern seid, am Mountainbiken oder was für Sportarten ihr sonst noch so treibt, ist es halt wichtig, auf seinen Kalorienumsatz über den Tag zu kommen. Bei den Tütenmahlzeiten ist es übrigens nebenbei erwähnt so, die sind alle auf etwa 600 Kalorien ausgelegt, egal was da jetzt drin steckt, ob das Curryhuhn ist oder irgendein Rindgericht, ein Gulasch oder wirklich das Mousse-au-Chocolat, die haben alle in etwa diese 600 Kalorien, damit man einfach gut errechnen kann, wie viel man braucht, wie viel man überhaupt mitnimmt auf die Tour. Apropos mitnehmen auf die Tour, ihr könnt uns auch gerne kommentieren, was ihr auf eure Touren so mitnimmt, welche Produkte oder eben auch von Track and Eat, welche Varianten da so mitgenommen werden und mitgeführt werden. Diese Tüten, die sind auch ganz bewusst so gefertigt, die haben abgerundete Kanten, um sich nicht gegenseitig aufzustechen oder den Rucksack zu beschädigen. Das ist gefriergetrocknete Nahrung, die ist 3 Jahre haltbar. Der Sauerstoff in der Tüte wird durch Stickstoff ausgetauscht, damit das die Mahlzeit nicht oxidiert und dadurch in sich selbst verdirbt. Das ist also richtig durchdacht, diese ganze Kiste. Da steckt viel Know-how drin. Und natürlich dadurch, dass das Ganze so verpackt ist, wie es ist, unglaublich leicht. Es beschränkt sich aufs Wesentliche. Es spart Raum und Gewicht und ist natürlich für unterwegs ideal zum Mitnehmen. Und vor allem der große Vorteil einfach an dieser Nahrung ist, ich kann sie einfach aufbereiten oder zubereiten, indem ich einfach heißes Wasser hinzufüge. Wenn ich jetzt beispielsweise in den Bergen unterwegs bin und ich möchte meine normalen Nudeln kochen oder den Reis kochen, bin ich häufig bei der Zubereitungszeit von, sagen wir, 15 Minuten. Bei einem Durchschnittskocher braucht ein Durchschnittskocher braucht etwa 3 Minuten. Bis 1 Liter Wasser kocht. Wenn ich demnach meine Nudeln zubereite, die nochmal zusätzlich 9 bis 10 Minuten braucht, bin ich schnell bei einer Viertelstunde für eine Portion Nudeln. Und das war's. Hier gieße ich einfach, je nachdem, knapp 1,5 Liter Wasser auf. Dafür braucht mein Kocher vielleicht 1,5 Minuten, vielleicht 2 Minuten und das war's. Und demnach spare ich extrem viel Gas oder Benzin, je nachdem, mit was im Kocher ich arbeite und spare somit auch natürlich wieder extrem viel Gewicht. Und natürlich gibt es Alternativen, jede Menge, auch im Supermarkt die gute alte 5-Minuten-Terrine.
die aber lange nicht das leistet, was hier in der Tügeltür steckt, buchstäblich. Die Kaloriendichte, die der Jan schon angesprochen hat, ist eine ganz andere. Und natürlich auch die Wertigkeit des Inhalts ist eine ganz andere. Ich komme mit einer 5-Minuten-Terrine lang nicht so weit, wenn ich gerade anspruchsvoll draußen irgendwo im Berg bin, als mit so einer Mahlzeit, wenn ich wirklich Energie nachschieben muss. Das fängt auch schon bei den Milchprodukten an. Im Supermarkt gibt es Milchpulver, das sind Magermilchpulver. Wie sieht das anders aus, Jan? Genau, hier haben wir ein Vollmilchpulver. Vollmilchpulver hat natürlich einen etwas höheren Fettgehalt und Fett ist immer noch ein wichtiger Energielieferant. Zudem ist das Schöne an dem Vollmilchpulver, dass ich einfach ein schönes Müsli mir morgens zubereiten kann, ohne erstmal kiloweise Milch mitschleppen zu müssen. Ähnlich wie bei den anderen Gerichten gieße ich hier einfach nur wieder Wasser auf. In dem Fall brauche ich natürlich kein kochendes Wasser, sondern kann einfach kaltes, sauberes Wasser nehmen und kann mir dann passend mit meinen Haferflocken und meinen paar Nüssen, die ich mit dabei habe, mir ein leckeres Frühstück gestalten. Andere Alternative wäre das Eipulver. Damit kann ich natürlich auch mir einfach mal irgendwie morgens eine Rührei zubereiten oder eine Alternative zum Spiegelei braten. Also bringt ein bisschen Abwechslung einfach in die Küche, gerade zum Frühstück. Ja, der Hersteller Treckenmiet hat ja eine riesengroße Palette an unterschiedlichen Gerichten. Kennst du natürlich. Ja. Hast du eigentlich irgendeinen Favoriten oder schon irgendwas probiert, wo du sagst, den Kunden, das ist das Highlight schlechthin, das müsst ihr probieren? Also als nicht so ganz Veganer wirklich das Wildragout irgendwann mal. das muss mal sein und das muss auch Schokolade natürlich, klar. Die süße Kiste hinterher, das auf jeden Fall natürlich. Und die Palette ist unglaublich breit und es geht sogar so weit, also diese werden noch nicht erwähnt, die Tüten, die lassen sich sogar mit Handschuhen bedienen, öffnen. Die sind lasergecuttet oben, das ist vorbereitet, dass auch wirklich unter widrigsten Bedingungen man dann auch was essen kann und man braucht nur nicht mal das Wasser dazu. Man kann direkt aus der Tüte sich ernähren, das geht auch zu allerletzt nur. Wenn ich allerdings Wasser reingebe, die Tüten sind selbststehend, also ich kann das Wasser reinschütten, ich brauche mir keine Sorgen machen, dass sie umkippen. Die richten sich so derartig auf, dass sie dann stabil stehen und das alles vor sich hin köcheln kann. Das ist gut. Und vor allem, sie sind wieder verschließbar. Genau, noch dazu. Das ist natürlich auch ganz schön, wenn der Hunger dann doch nicht ganz so groß war wie erwartet. Dann schließe ich das einfach über den Verschluss wieder und kann das dann ja, bei der nächsten Mahlzeit einfach weiter essen. Das ist auch mal eine ganz schöne Funktion. Jan, wenn du auf Tour gehst, wie sieht es unterwegs aus? Was würdest du mitnehmen? Womit würdest du morgens starten? Wie wird es mittags aussehen? Was wird abends da ausklanken bei den Geschichten? Also morgens gibt es in der Regel eigentlich immer Müsli bei mir. Es geht irgendwie schnell und Zubereitung ist einfach nicht so aufwendig. Ja. Das heißt, ich nehme mein Vollmilchpulver, dazu einfach ein bisschen Haferflocken, die habe ich meistens eh dabei. Die haben eine hohe Kaloriendichte und viele Kohlenhydrate, das ist immer ganz gut. Werfe ich mir ein paar Nüsse mit rein und fertig, das ist eigentlich immer mein Frühstück. Zur Mittagszeit gibt es meistens schon was Warmes bei mir. Viele essen abends was Warmes. Ich esse dann, wenn ich auf Tour bin, eigentlich immer zur Mittagszeit schon was Warmes. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel hier Couscous mit Gemüse, ein vegetarisches Gericht. Zwischendurch wird natürlich hier Track and Eat ein bisschen geknabbert und oder die Oat Snacks. Oder wie gesagt, einfach immer ein paar Nüsse dabei haben. Das ist auch immer sehr empfehlenswert. Und abends bin ich eher so der Mensch, so Brotzeit. Ich nehme meistens irgendwie ein Leibbrot oder was Vergleichbares mit Knäckebrot, geht natürlich auch. Und ja, vielleicht irgendwie noch eine Scheibe Käse. Und danach, im optimalen Fall, gibt es dann natürlich ein Dessert. Ich glaube, da hatten wir auch hier was. Ja. Wie zum Beispiel Mousse-Schokolade, Vanillecreme haben wir noch im Angebot, genau. Milchreis. Es muss auch irgendwie immer mal so ein kleines Highlight geben und weiß ich. Abends ist das irgendwie der richtige Zeitpunkt, meiner Meinung nach. Nahrhaft, gesund, lecker, alles dabei. Ja, ja. Wichtig ist einfach, dass man wirklich über den Tag hinweg auf seine Kaloriendichte kommt. Das heißt, wenn ich wirklich sportlich aktiv bin, sollte ich auf jeden Fall über 2800 Kalorien am besten sein, wenn ich wirklich am Wandern, am Mountainbiken bin. Und mit dieser Kombination kriege ich das ohne Probleme hin. Eines ist übrigens noch ganz wichtig zu erwähnen mit Bezug auf die Inhaltsstoffe in dem Zusammenhang mit dem Gefriertrocknungsverfahren, was da drin ist bzw. was eben nicht drin ist, Jan. Genau, der Hersteller wirbt ja mit dem Label All Natural. Wie gesagt, das ist einmal auf die Inhaltsstoffe sowohl als auch auf den Geschmack natürlich bezogen. Das soll heißen,
befinden sich in allen Track-and-Eat-Produkten weder Konservierungsstoffe noch Farbstoffe. Noch die üblichen Geschmacksverstärker, die sonst auf dem Markt so zu finden sind. Ja, soweit, so gut. Dann danken wir wieder vielmals für die Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.